meine Lieben, es ist wieder soweit, Silvesterzeit. Dieses Jahr habe ich etwas weniger bestellt und ich muss euch auch gleich sagen, es wird kein reguläres Unboxing, da zum einen die Bestellung erst am 30. kam und ich zum anderen, wie man vielleicht hört, relativ krank bin. Deshalb gebe ich euch hier eine kurze Übersicht, die VEs werde ich so direkt auspacken und bei den Mischkisten, ja, sehe ich gleich nochmal, ob ich da ein normales Unboxing mache, je nachdem, wie meine Stimme mitmacht. Nur mal kurz als Übersicht, wir haben hier einmal eine Mischkiste, eine Vico-Kiste, eine VE Finalbox Gold. Hier weiter hinten, jeweils nochmal eine VE Blue Star und Golden Star, erklärt sich ja selbst warum. Dann hier nochmal eine kleine Mischkiste und zweimal die Hammer 1 von Gao und hier unten noch eine Mischkiste. Wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. So, dann hier die Übersicht der Batterien, die ich habe. Ich krieg's von der Stimme, Leute, sonst wirklich nicht hin, ein gescheites Unboxing zu machen. Seht ihr einmal die Brocade Wonderland von PGE. Einmal die Tinnitus von Röder Feuerwerk, die haben wir hier auch gleich nochmal. Die Vorschlaghammer, bin ich mal gespannt, die soll ja angeblich doch nicht so gut sein. Dann hier, wie zu sehen, zweimal die Hammer 1. Dann haben wir hier noch einmal die PSP 1.1 in Gold, zweimal die Leslie Strobo Boom. Zweimal die Cake 16.2 und dreimal die Finalbox in Gold. Ja, ich denke mal, Hammer, Vorschlaghammer werde ich gleich nochmal im Detail zeigen, weil die ein bisschen interessanter sind, sind ja schließlich Neuheiten dieses Jahr. Von der Brocade Wonderland gibt es ja nicht so viel zu sehen. Steht ja eigentlich alles auf dem Etikett, ansonsten ist sie einfach nur braun. So, hier dann nochmal die Vorschlaghammer im Detail. In der M sind hier 300 Gramm. Hier die Anleitung. 30 mm Batterie. Wirklich mal gespannt, wäre ja schön, wenn sie wirklich diese Lucid Memories hat. Aber das wissen wir ja noch nicht. Dann kommen wir mal zur Hammer. Die ist echt ein unglaublich großes Teil. Also, ich kenne wenig Batterien, die so groß sind. Nochmal im Vergleich die Vorschlaghammer. Also, doppelt bis dreifach. Die Anleitung 494,7 Gramm. Hat jetzt auf manchen Videos Mikrosterne drin, auf manchen weniger. Weiß es nicht genau. Produktionsjahr 2016, da sieht man es auch nochmal. Naja, werden dann sehen. Laut ist sie auf jeden Fall. Ich denke, doppelt geschossen macht es auf jeden Fall Laune. Also dieses Jahr deutlich weniger Artikel als sonst, aber ich denke trotzdem eine tolle Auswahl. Und wir sehen uns dann nochmal bei dem kleinen Kram. So, willkommen zurück zum letzten Teil meines kleinen Unboxings dieses Jahr. Ja, meine Stimme ist leider immer noch nicht so optimal, aber ich wollte euch ja noch den Rest der Bestellung zeigen und noch ein paar Worte insgesamt zur Erfahrung damit verlieren. Fangen wir vielleicht hier an. Hier haben wir einmal die fette Elke Volume 3. Interessantes Design von Blackbox mit dieser schönen Dame hier. Das haben wir auch nochmal als Volume 2. Wie gesagt, wie immer wird es noch Detailvorstellungen im Nachhinein geben. Dann haben wir hier eine kleine Gratisbeigabe von Röder Feuerwerk. Zündlichter, vielen Dank dafür. Ein Päckchen Visco, diesmal die 60 Sekunden Variante, da gab es nur die 30er. Dann einmal die Leslie Clutomine oder wie auch immer man die ausspricht. Verzeihung, ja, sollen ja wohl doch nicht so toll sein, aber keine Ahnung, ich habe sie mir zum Testen bestellt. Bin hier ein bisschen ramponiert. Explode Doppelknall, die sollen ja immerhin ganz gut sein. Hoffe ich mal, mit Explode gibt es hier ein oder andere Probleme. Das Panda Bombenrohr Festival, das sollen ja richtig geile Artikel sein. Bin ich mal sehr gespannt. Ist ja schon irgendwie Goldenster Ersatz. Dann als Ersatzartikel, weil ich eigentlich die Explode Oldschool-Böller bestellt habe. Die Sets, wie ihr seht, hier viermal Superböller 1 und viermal D-Böller. Das finde ich ein sehr geiler Ersatz von Röder, dass die einfach ohne Aufpreis statt die Explode-Sets, weil die zu spät ankamen, die Funke-Böller eingepackt haben und die sollen ja im Gegensatz zu Explode wirklich super sein. Ja, und zu guter Letzt hätten wir hier noch drei Päckchen The King, zum Glück aus der guten 2015er Charge, wobei die aktuellen ja wohl auch ziemlich nass und protzig sein wird.
Ja, das war es dann auch schon am Kleinkram, muss ich sagen. Wie gesagt, dieses Jahr eine etwas kleinere Bestellung, da ich ja eine große Investition im nächsten Jahr vorhab und deshalb ein bisschen sparen musste. Außerdem habe ich noch übertrieben viele Reste und das muss auch langsam mal alles weg. Ja, was ihr soweit nicht mehr gesehen habt, sind die beiden Diamond VEs, Golden und Blue Star, die habe ich mir aufgehoben. Dann noch ein paar Worte insgesamt zur Abwicklung. Mein Röder war wie immer problemlos. Ich hatte noch eine andere fette Elke bestellt, die kann von Blackbox leider nicht geliefert werden. Deshalb wurde die von Röder einfach gestrichen. Ich habe ja problemlos das Geld zurückbekommen. Gleiches mit der Gao Memories, die kam mir leider zu spät an. Da habe ich ohne Aufpreis dann die Röder Vorschlaghammer für bekommen. Finde ich auch ziemlich gut, auch wenn die im Nachhinein jetzt wohl nicht so toll sein soll, aber das werde ich heute Abend dann sehen. Ja, Go kam leider dieses Jahr erst am 30., sonst immer am 29., aber gut, dafür kann Röder ja nichts. Die bei Go haben ja mittlerweile tonnenweise Feuerwerk auszuliefern und deshalb kann sich das mal verzögern. War in dem Fall jetzt auch nicht so schlimm, weil ich halt wie gesagt nur zwei kleine Bretter mache. Aber insgesamt fand ich die Abwicklung bei Röder wie immer super, die Kommunikation mit denen ist 1A, die geben sich wirklich Mühe, es gibt anstandslos Austauschartikel oder natürlich auch die Wahl, das Geld zurückzubekommen. Man kriegt nicht einfach irgendeinen Mist eingepackt oder erfährt dann erst, wenn man die Pakete auspackt, dass irgendwas fehlt, weil es nicht lieferbar war, wie bei anderen Shops. Ja, insoweit kann man sich gut darauf vorbereiten, Verpackung war natürlich wie bei Röder gewohnt immer 1A, deswegen bin ich schon lange bei den Kunden und werde es auch bleiben. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit den Artikeln. Ich hoffe, ihr seid im Gegensatz zu mir gesund und habt besseres Wetter. Hier ist es leider wieder sehr neblig. Jetzt das dritte Jahr in Folge, eigentlich relativ ungewöhnlich. Aber gut, was soll man machen? Dann sehen wir uns im nächsten Jahr mit Videos noch vom letzten und dann auch natürlich auch von diesem Silvester Artikeltests. Bis dann und kommt gut rein.